Hombres, me mugue ma folle, me habla español, ni so gut como y estás. Habe ich gerade übersteuert bei der Anmod? Du übersteuerst fast immer. Das ist nice, ich mute dich mal. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a chair. Nebenbei, aber der kann halt nichts reden, weil ich ihn gemutet habe, so. Ne. Ich hab heute mal wieder ein wunderbares 1v1 für euch. Beziehungsweise ein paar wunderbare 1v1s. DT hat sich tatsächlich noch keinen Titel für die Folge heute ausgedacht, sonst könnte ich den jetzt sagen. Vielleicht bin ich auch so dreist und denke mir selber einen aus, aber das wäre mir eigentlich ein bisschen zu viel Arbeit. Ganz klar, wäre mir das zu viel Arbeit. Ohne Witz, teilweise, ich bin aber mega oft wirklich so komplett planlos, was für einen Titel ich für den Tag nehmen soll. Weil ich einfach dezent und kreativ bin oftmals. Und du spammst mich mit dem Bogen, der keinen Schaden macht. Legendary. Ja. Ich habe heute mal wieder nichts anzusprechen bei uns in der Schule. Easy win. Ja, also in der Schule ist heute nichts groß Interessantes passiert. Ich hatte ein bisschen Schule dann und so, ne? Und, na, es gab einen geilen Spruch. Wenn wir fragen sie mal, ob wir das dürfen, und wenn nicht, dann stechen wir sie einfach ab. Im Kontext muss man dazu sagen, dass unsere Klassenlehrerin tatsächlich in unserer ganzen Klasse sehr beliebt ist, wie man dann so Zitaten merkt. Ja, ohne Witz, es gibt einen Typen, der gesagt hat, der möchte sie gerne erschießen. Ja. Also, alles ganz normal eigentlich für meine Klasse. Das ist eigentlich sogar noch harmlos, dass man bei uns in seiner Klasse einen Grund sucht, dass man sagt, ich möchte den erschießen. Das ist aber auch so lustig. Wir haben den einen Russen, von dem habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Der hat einen richtig schönen Spruch rausgehauen in Rallye. Wie würde sich die Aussage des Bildes zum Led, seit wann, by the way, seit wann analysiert man in Rallye Bilder, wenn ich fragen darf? Und ich krieg den nicht. Es war so klar. Ja, gut, ich würde mal sagen, ich mache dann jetzt letzte Runde. Ja, das war auch so geil. Wie verändert sich der Bildinhalt? Also ich verstehe immer noch nicht, warum wir in Rallye Bilder analysieren, aber okay. Und da war das so geil. Dann der Russe, so von dem habe ich irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt. Alter, will die sterben oder ist es nur so ein Nebeneffekt, dass sie gleich abgeschlachtet wird? Ja, also für den ist halt alle jede logische Schlussfolgerung die AK. Hey, die hat mir nur eine gute Note gegeben. Will ich sterben? Gut, ich glaube, mein Gegner will gerade auch sterben. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber I don't know. Und ich bin down on pair. Weg die. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über 4359 Abos freuen. Warte mal ganz kurz. Was war nochmal eben deine Vorgabe für, wann ich mein nächstes Video bringe? Das sage ich dir jetzt nicht, weil du mich gemutet hast. Dann schneide ich es einfach von der letzten Aufnahme rein. 10.000 Likes in 5 Minuten und der bringt ein neues Video raus. Gut, bis dahin. Ciao. Danke.